Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die du beachten solltest. In diesem Video gehen wir den ganzen Gründungsprozess einmal Schritt für Schritt gemeinsam durch, damit du weißt, welche Dinge du wann erledigen solltest. Doch bevor wir mit dem ersten Schritt anfangen, noch ein paar kleine Hinweise. Und zwar läuft nicht jeder Gründungsprozess komplett identisch ab. Das ist ein bisschen abhängig davon, als was du dich selbstständig machst, von deiner Rechtsform, ob du externes Kapital brauchst, ob du alleine bist und so weiter. Aber es gibt bestimmte Schritte, die du unbedingt einmal überprüfen solltest. Und so kann das absolut sein, dass du so ein paar Schritte, die ich aufzähle, einfach überspringen kannst, aber dann kommst du einfach ein bisschen schneller voran. Wichtig ist nur, dass du dir zumindest einmal darüber Gedanken machst, ob das Ganze für dich relevant sein könnte. Und wie alle unsere Videos auf diesem Kanal konzentriere ich mich hier in erster Linie auf die Rechtsform des Einzelunternehmens, also Freiberufler und Gewerbetreibende. Wenn du Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften gründen möchtest, dann ist das Video eventuell nicht das Richtige für dich. Und ich möchte ganz am Anfang nochmal auf die vielen, vielen Videos hinweisen, die ich alle in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wir haben zu fast jedem einzelnen Schritt schon vertiefende, ausführliche Erklärungsvideos gedreht, teilweise Schritt für Schritt Tutorials, die du einfach eins zu eins nachmachen kannst und so weiter. Ich werde das jetzt nicht jedes Mal dazu sagen, aber wenn du dich mal in der Videobeschreibung umschaust, dann findest du da eine ganze Reihe an weiteren Videos. Falls dir ein Video fehlt oder irgendeine Frage noch offen ist, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar und ich helfe dir gerne weiter oder nehme das Ganze in die Videoplanung für die kommenden Videos mit auf. Und noch einmal der Hinweis, dass nicht jeder Schritt gesetzlich vorgeschrieben ist. Also nicht alles von dem, was ich sage, musst du auch per Gesetz machen. Aber ich bin seit über 10 Jahren in der Steuerberatung und habe fast ausschließlich Selbstständige betreut mit ihrer Buchhaltung im Gründungsprozessen und so weiter und bin auch selbst schon nebenberuflich und hauptberuflich mehr als 13 Jahre selbstständig. Das heißt, ich spreche hier wirklich aus Erfahrung und das Ganze sind Erfahrungswerte, von denen du profitieren kannst, auch wenn der Gesetzgeber es dir nicht eins zu eins so vorschreiben sollte. Der erste Schritt, den du brauchst, um dich selbstständig zu machen, ist deine Idee. Natürlich brauchst du irgendeine Idee, wie du eigentlich Geld verdienen möchtest. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Du solltest einen Plan haben, wie du damit langfristig Geld verdienst. Nur weil du ein paar Einnahmen erzielst, reicht das noch nicht für eine Selbstständigkeit. Das Finanzamt benutzt da das Wort Liebhaberei. Auch dazu findest du ein Video in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn das Ganze ein Hobby ist und du immer mehr Kosten als Einnahmen haben wirst, dann ist das keine Selbstständigkeit und dann musst du es auch nicht als Selbstständigkeit anmelden. Aber wenn du eine Idee hast, mit der du auch Gewinne erzielen möchtest, dann sind das schon mal gute Grundvoraussetzungen. Und wenn du eine Idee hast, solltest du unbedingt den zweiten Schritt machen. Und zwar braucht deine Idee irgendeine Art Realitätscheck. Ich habe schon mit unglaublich vielen Leuten gesprochen, die aus einer anfänglichen Motivation und Begeisterung für eine Idee erstmal Unternehmen gegründet haben und erst später gemerkt haben, dass niemand dafür Geld bezahlen würde. Also die haben irgendein Produkt oder eine Dienstleistung sich ausgedacht und merken anschließend, ich bin irgendwie der Einzige, der das irgendwie toll findet und keiner würde mich dafür bezahlen. Und dann funktioniert natürlich auch kein Unternehmen. Oder sie merken erst anschließend, dass es einen Konkurrenten gibt, der günstiger ist und das Problem auch noch besser löst. Oder sie merken irgendwie haut meine Kalkulation nicht so richtig hin. Also ich würde mit jedem Produkt oder jeder Dienstleistung draufzahlen. Auch dann sind das keine guten Grundvoraussetzungen. Und ich appelliere wirklich an dich, dass du das machst. Sprich mit Leuten, die deine potenziellen Kunden sind, die sich in der Branche auskennen und schau, ob das Ganze realistisch ist. Und geh nicht gleich hin und gründe irgendwie eine Holdingstruktur und eine GmbH und so weiter, um danach zu merken, dass das Geschäftsmodell dann doch nicht so gut funktioniert. Der dritte Schritt ist meiner Meinung nach optional. Und zwar ist es der Businessplan. Manchmal brauchst du einen Businessplan. Zum Beispiel für eine Bank oder eine Gründungsförderung oder irgendein Stipendium und was auch immer. Manchmal braucht man so einen Businessplan und dann solltest du den natürlich schreiben. Aber auch wenn du einfach für dich selbst startest und gar kein externes Geld brauchst, dann kann das helfen, dass du dich einmal hinsetzt und du für dich einfach mal dein eigenes Modell runterschreibst und für dich analysierst. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Wer ist deine Konkurrenz? Welche Zwischenziele möchtest du erreichen? Wo möchtest du in 3 Jahren stehen? Also Umsatz und Gewinn und all solche Sachen. Und mir persönlich hilft das ehrlicherweise, wenn ich eine neue Idee habe, wenn ich einfach mal anfange, für mich das Ganze aufzuschreiben. Das wird meistens nicht viel länger als 2, 3, 4 Seiten. Aber mir hilft das, meine Gedanken zu strukturieren und das ist eine gute Grundvoraussetzung,
Grundlage für alles, was später folgt. Im vierten Schritt ist es dann an der Zeit, dass du dich mit dem ganzen Thema Rechtsformen mal etwas näher beschäftigst. Ich habe schon angekündigt, in diesem Video bleibe ich auf dem Pfad der Einzelunternehmen, also Freiberufler und Gewerbetreibende. Aber es gibt natürlich auch legitime Gründe und Situationen, wo du dich vielleicht mit einer Personengesellschaft beschäftigen solltest, also GbR, OHG oder eine KG. Oder es gibt Gründe, warum du eine Kapitalgesellschaft gründen solltest, also GmbH oder UG oder sogar eine Aktiengesellschaft. Dafür gibt es Gründe. Ich möchte an dieser Stelle aber einen dringenden Appell an dich richten. Und zwar habe ich regelmäßig mit Mandanten zu tun, die ein unglaublich komplexes Rechtskonstrukt aufgebaut haben am Anfang und am Ende jetzt gar nicht so viel PS auf die Straße bringen mit ihrem Unternehmen. Und ganz ehrlich, du kannst auch relativ schmal starten. Du kannst einfach als Einzelunternehmen starten und Rechtsformen kann man später auch ändern. Ich würde dir grundsätzlich raten, dass dein Firmenkonstrukt mit deinem Unternehmen mitwachsen sollte. Es gibt in der Regel keinen Grund, warum du ganz am Anfang irgendeine doppelte Holdingstruktur mit allen möglichen gründen solltest, bevor du überhaupt für dich selbst auch gezeigt hast, dass das Ganze auch so groß werden kann, dass das Ganze auch Sinn ergibt. Und deswegen würde ich dir immer raten, bleib am Anfang pragmatisch und halte den Bürokratieaufwand und die Kostenstruktur so klein wie möglich. Im fünften Schritt solltest du die Finanzierung und den Finanzbedarf deiner Gründung berechnen und sicherstellen. Und Gründungen kann man auf die vielfältigste Art finanzieren. Durch den Investor, über einen Kredit, über Gründungsförderung, über ein Crowdfunding, über einen privaten Kredit oder aber einfach aus eigener Tasche. Die meisten Zuschauer und Abonnenten von unserem Kanal haben irgendeine Art von Online-Business. Und diese Art von Geschäftsmodell braucht einfach nicht besonders viel Kapital. Und dann musst du das Ganze auch nicht komplizierter machen, wenn du weißt, dass du zum Beispiel einen Hauptjob hast, jetzt aber nebenberuflich selbstständig irgendwie anfangen möchtest, etwas zu tun, dann finanzierst du deine Selbstständigkeit halt aus eigener Tasche. Das heißt, diesen Punkt kannst du denn schon einmal abhaken. Du musst das Ganze nicht unnötig schwierig machen. Ganz, ganz wichtiger Hinweis aber. Wenn du gründest und Gründungsförderung beantragen möchtest oder dich für irgendwelche Stipendien bewerben solltest, dann ist das ganz wichtig, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, bevor du ein Gewerbe anmeldest. Weil du dich bei vielen Programmen nur bewerben kannst, wenn du das Ganze noch nicht gemacht hast. Auch das kriege ich immer mal wieder mit, dass Gründer irgendeine Gründungsförderung beantragen möchten, dann aber merken, dass sie leider vorschnell irgendwie schon Gewerbe angemeldet haben und sich deswegen disqualifiziert haben. Das ist der Grund, warum du dich ganz am Anfang vor der Gründung einmal damit beschäftigen solltest, ob du eventuell solche Fördergelder überhaupt beantragen möchtest und ob du sie brauchst. Und jetzt im sechsten Schritt geht's endlich los. Jetzt melden wir das Gewerbe an. Aber ganz, ganz wichtig, bitte nur die Gewerbetreibenden. Denn die Frage, die du dir stellen musst, bevor du mit dem sechsten Schritt anfängst, ist deine Tätigkeit eigentlich freiberuflich oder gewerblich? Zu diesem ganzen Thema und der Fragestellung habe ich auch ein vertieftes Video aufgenommen. Du findest es in der Videobeschreibung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Gewerbe müssen nur Gewerbetreibende anmelden. Falls deine Tätigkeit freiberuflich ist, dann überspringst du bitte diesen sechsten Schritt. Falls deine Tätigkeit aber gewerblich ist, findest du in der Videobeschreibung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, die kannst du einfach Klick für Klick nachmachen, um dein Gewerbe anzumelden. Und diese ausgefüllte Gewerbeanmeldung ist dann dein Gewerbeschein und damit bist du offiziell Gewerbetreibender oder Gewerbetreibende. Und dann kommt der nächste Schritt, der siebte Schritt, und da treffen sich die Wege der Freiberufler und der Gewerbetreibenden wieder. Nämlich nachdem du dich beim Gewerbeamt angemeldet hast, musst du dich noch einmal separat beim Finanzamt anmelden. Und das machen halt auch Freiberufler. Und das machst du mit dem Ausfüllen des sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, damit registrierst du dich einmal beim Finanzamt und als Antwort auf diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhältst du deine Steuernummer. Und diese Steuernummer, die schreibst du dann auf deine Rechnungen und damit sind deine Rechnungen ordnungsgemäß und du kannst anfangen zu arbeiten und Geld bei deinen Kunden abrechnen. Das Gewerbeamt und das Finanzamt reicht allerdings noch nicht. Du musst auch auf jeden Fall deine Krankenversicherung informieren. Denn du bist, wenn du selbstständig bist, jetzt selbstständig und du musst dich krankenversichern. Und du solltest auch generell einmal überprüfen, ob du noch andere Sozialversicherungspflichten hast. Es gibt nämlich selbstständige Berufe, in denen du auch eine gesetzliche Rentenversicherungspflicht hast. Das Ganze würde hier den Rahmen sprengen. Wichtig ist allerdings, dass du dich in diesem Schritt einmal aktiv mit deinen Sozialversicherungen auseinandersetzt und zumindest die Krankenversicherung solltest du auf jeden Fall einmal darüber informieren, dass du jetzt selbstständig bist und als Selbstständiger krankenversichert bist. Der neunte Punkt ist die gesetzliche Unfallversicherung oder genauer gesagt die Berufsgenossenschaft. Ehrlicherweise müssen die meisten Einzelunternehmen kein Mitglied in der gesetzlichen Unfallversicherung sein. Es kann Vorteile geben und es ist auch ganz wichtig,
wichtig, dass du das Ganze einmal für dich überprüfst. Deswegen an dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis, dass du dich zumindest einmal mit dem Thema Berufsgenossenschaft bzw. gesetzliche Unfallversicherung beschäftigst und für dich prüfst, ob du Mitglied sein musst. Kleiner Hinweis, wenn du planst, Mitarbeiter einzustellen, solltest du dich auf jeden Fall anmelden, weil als Arbeitgeber musst du Mitglied in der Berufsgenossenschaft sein. Der nächste Schritt ist noch so eine Mitgliedschaft, und zwar die Industrie- und Handelskammer, also IHK, oder die Handwerkskammer, die HWK. Es gibt in Deutschland eine Pflichtmitgliedschaft bei einigen Kammern. Die gilt aber auch nicht für alle. Also als Freiberufler bist du kein Pflichtmitglied in der IHK. Aber auch hier der Hinweis, die Überprüfung, ob du eventuell Pflichtmitglied in einer Kammer bist, sollte unbedingt von deiner Seite aus stattfinden. All diese Punkte, die ich aufzähle, die können später zu einer großen Kostenfalle werden, wenn irgendwann die Kammern oder Berufsgenossenschaft oder irgendwelche Sozialversicherungen erst in 3, 4, 5 Jahren merken, dass du eigentlich die ganze Zeit schon Beiträge hättest zahlen müssen. Dann wird das Ganze teuer. Und deswegen ist mein Appell an dich, dass du das Ganze am Anfang einfach wie so eine Checkliste einfach mal runterarbeitest, um das Ganze für dich zu überprüfen, ob du eventuell Mitglied bist und Beiträge zahlen musst. Mit diesen Schritten bist du mit der ganzen Bürokratie und den Behörden durch. Aber du brauchst noch dein persönliches Arbeitssetup. Nicht für deine inhaltliche Arbeit, sondern für den ganzen Bürokratiemist. Also Finanzen, Buchhaltung, Steuern und so weiter. Und der erste Schritt dafür, beziehungsweise der 11. Schritt in der Gründung, ist die Eröffnung eines Geschäftskontos. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, seine privaten und geschäftlichen Finanzen zu trennen als Einzelunternehmen. Ich kann dir das Ganze aber sehr, sehr dringend ans Herz legen, dass du deine privaten und geschäftlichen Finanzen sauber voneinander trennst. Idealerweise direkt von Tag 1 an. Ich habe zu diesem ganzen Thema auch ein vertiefendes Video aufgenommen, warum das sinnvoll ist. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du das Konto eröffnet hast, brauchst du noch Lösungen für deine eigenen Rechnungen, für die Eingangsrechnungen und für die ganze Buchhaltung. Also die Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung und so weiter. Das heißt, du brauchst irgendein Buchhaltungsprogramm, mit dem du deine eigenen Rechnungen schreiben kannst, die eingehenden Rechnungen verbuchen kannst, die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben kannst und so weiter. Eine Empfehlung dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Mit diesen 12 Schritten hast du deine Selbstständigkeit erfolgreich aufgesetzt, angemeldet und eingerichtet, würde ich mal sagen. Der 13. Schritt ist eine Art Bonusschritt, und zwar für all diejenigen von euch, die Mitarbeiter beschäftigen wollen. Denn Arbeitgeber zu werden in Deutschland ist auch nicht so ganz einfach, und deswegen habe ich dazu ein separates Schritt-für-Schritt-Video aufgenommen. Das ist ähnlich aufgebaut wie dieses, bezieht sich aber nur auf den Prozess des Arbeitgeberwerdens. Dieses Video verlinke ich dir einmal oben rechts und du findest es auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dir einen guten roten Faden mit an die Hand gegeben, um deine Selbstständigkeit erfolgreich in Deutschland zu starten. Wenn du dazu noch Fragen hast, was ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen könnte bei diesen vielen Schritten, dann schreib deine Frage doch unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du Unterstützung bei diesem ganzen Prozess brauchst oder bei deiner laufenden Selbstständigkeit, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und können dir dein Leben als Selbstständiger einfacher machen. Wie wir das genau machen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.